Hey Leute, ich habe jetzt ein bisschen Verwirrung in meinem Kopf vor sich gehen. Ich war ja wieder in Erfurt, wie ich es gesagt hatte, und habe nach WGs gesucht und war diesmal sogar fündig geworden. Ich habe zwei Zusagen bekommen, eine schon vor 2 Tagen und eine jetzt eben erst. Ist ein bisschen crazy, weil die, wo ich die erste Zusage bekommen habe, da wollte ich eigentlich nie so wirklich hin. Werde ich jetzt aber da wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wenn nicht noch irgendwas ganz Komisches dazwischen kommt, hingehen, weil die Umstände es einfach irgendwie ergeben haben. Die andere, wo ich jetzt vorhin erst die Zusage bekommen habe, das war so richtig, du kamst in die Wohnung und du hast dich gleich zu Hause gefühlt. Aber auch mit den Mitbewohnern habe ich mich super verstanden. Aber da sind die Umstände so doof, dass ich da wahrscheinlich trotzdem nicht hingehen werde. Also ein bisschen traurig, komisch, weird. Aber das ist jetzt so der momentane Stand. Also ich habe eine WG, wo ich mit den Mitbewohnern erstmal noch klarkommen muss. Also das ist halt keine Studenten-WG, sondern eine Arbeitenden-WG, wo eine eigentlich nur da ist, um ihren Hund alle Jubeljahre mal rauszuschmeißen und dann wieder zurück ins Zimmer zu stecken. Und die andere ist gerade in Brasilien, wird dann nächste Woche ausziehen. Da kann ich mir dann also den anderen da reinholen. Und die dritte im Bunde ist eine Spanierin, die kaum Deutsch spricht und mir gleich erklärt hat, dass sie gerne und viel raucht und kifft. Was für jeden, der mich ein bisschen kennt, wahrscheinlich weiß, dass das nicht meine Welt ist. Aber ja, da werde ich jetzt hingehen und hoffentlich nicht auch zum exzessiven Raucher und Kiffer werden. Nein, ich glaube, so viel Selbstbeherrschung habe ich noch. Aber ja, es ist jetzt ungewohnt, weil halt so irgendwie komisch, dass ich dann am Ende die Zusage von dieser Traum-WG bekommen habe. Aber nur mal kurz zur Erklärung, die liegt ja relativ weit außerhalb. Da hat eine Maklerin ihre Finger da drin. Und es ist nicht ganz klar, wann ich denn da rein kann, weil das halt von der momentanen Mieterin abhängt, wie die eine Wohnung findet. Und das ist halt alles ein bisschen zu viel dafür, dass ich halt eine sehr zentrale Wohnung eigentlich oder WG jetzt hätte. Von daher werde ich dieses Angebot leider nicht annehmen, auch wenn es eigentlich ziemlich cool wäre. Aber das ist so mein Stand. Also ich bin tatsächlich jetzt fündig geworden, werde nächstes Wochenende nach Erfurt gehen und dann zum 1.11. auch richtig umziehen dann. Und bin dann da richtig untergebracht. Habe eine WG mit einem schönen Zimmer, mit einem tollen Laminat, in den ich voll verknallt bin. So ein dunkler Laminat. Ihr werdet ihn wahrscheinlich sehen. Ja, sehr wahrscheinlich. Und das ist jetzt eigentlich schon alles. Ich werde Montag ein Telefonat führen und wahrscheinlich einen Termin mit meinem hoffentlich neuen Transtherapeuten oder ersten und neuen Transtherapeuten machen, wo ich schon sehr neugierig bin und nicht so ganz genau weiß, was da auf mich zukommt. Aber das ist exciting, dann habe ich die Bude gefunden, also eine Bude gefunden und dann fängt übernächste Woche mein Studium an. Also viel neues Zeug, was jetzt auf mich zukommt, viel neues, was dann wahrscheinlich dementsprechend auch auf euch zukommt. Und ja, yeah, I hope you stick with me. So, ahoy, wish me luck.